Jo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Minecraft Aura PvP zusammen mit dem Voxo. Hallelu. Komische Begrüßung. Wir spielen heute in einer kleinen Teamrunde. Wir sind Team Pink. Wieso sind wir Team Pink? Timo! Voxo? Timo? Timo! Gut, er hält, glaube ich, gerade seine Fresse, weil er keinen Bock auf mich hat. Damit übernehme ich das Kommentar jetzt alleine. Ich hab euch alle geprankt! Hab ich ja gesagt. Oh, oh fuck, ich wollte gerade aus Langeweile in das CT reinspringen, weil ich gedacht habe, das boostet mich, aber im Endeffekt hat es mir nur Schaden zugemacht. Pascal, weißt du, warum wir sind? Das ist Karma, du Bitch. Buggy LP. Buggy LP, geistig behindert, denkt TNT, boostet einen nur in die Luft und. Okay, ich hab meine Fresse. Lol, hier unten ist da, ne? Ja, die ist bei überall. Was ein geiles Deutsch. Die Arena ist bei überall. Komm, geh hier raus. Ja, Mann, komm raus. Die Arena ist bei überall, Alter. Ich kann auch Türkisch-Deutsch. Nee, ich kann richtig Deutsch. Ja, Mann, ich mach Türkisch-Deutsch, weil dann hole ich meinen Cousin. Mein Cousin kann eh nichts, aber mein Cousin ist toll. Ja, dann hole ich meine 5000 Cousin. Okay, ich kann so nicht reden, Leute. Weil ich 280. Eine Schwester. 280 Cousins, Mann. Hashtag nichts gegen Türken. Ich mag Türken. Also kommt drauf an, welche Türken, aber es gibt ja, gute Türken. Es gibt beschissene Türken, aber es gibt auch manche. Es gibt, ja, auch, es gibt auch beschissene Deutsche, also. Ja, ist echt so. Obwohl die Deutschen am besten sind. ApoRed. Ist ApoRed Deutsch? Oh, fuck. Nein! Ich aber. Buggy EP ist scheiß Deutscher. Ich bin 100.000%ig Deutsch. Stimmt. Grau, ich bin ja auch behindert. Ich schon richtig ab. Ich hab schon wieder den nächsten Klick. Yay, Leute, ich hab schon wieder den nächsten geilen Clickbait-Titel. Buggy LP ist ein Rassist. Oh mein Gott, nein. Oscar, was heißt 88? 88 Heil Hitler. Und was heißt 1488? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ach so, was? gut, wir hören jetzt auf damit. Ich werde euch hier nichts Rassistisches einblenden, weil ich nicht rassistisch bin. Nein, du doch nicht. Bist du in der Gruppe? Alle mal Hashtag NoRacist. Alle mal Hashtag NoRacist in die Kommentare reinschreiben. Ah, ja, Kommentare. Lass Buggy LP lesen! Ich kann dich hinten! Nein, kannst du nicht. Was mir aber aufgefallen ist, ich mache jetzt nicht unbedingt so supermäßig viel YouTube. Doch, warte mal, stopp, andersrum. Ich mache jetzt noch nicht so lange YouTube, so meinte ich das jetzt gerade. Und ich habe jetzt schon mit 900. 900. 9, halt jetzt die Fresse, 970 Kommentare unter all meinen Videos. Und davon sind 90% der Kommentare: ey, du machst voll guten Content, hab ein Like da gelassen. Ich guck mir das Video an, 0 Likes, 0 Dislikes, okay. Danach, dann steht da noch so: ja, ich mach auch Minecraft Let's Plays und ich gebe mir für die echt viel Mühe und du könntest ja mal bei mir vorbeischauen. Und Leute, ja, ich merk's gerade. Und Leute, sorry, aber warum sollte ich bei euch vorbeischauen, wenn ihr unter meinen Videos sagt, ich habe ein Like da gelassen, habt mir das Video angeguckt, es gefällt mir gut, ihr euch das Video kein Stück angeguckt habt, weil ihr wisst schon, wenn ihr YouTube macht, sieht man in den Analytics, wie lange ihr euch diese Videos anguckt, ja? Und wenn ich sehe, dieses Video wurde 2 Sekunden von euch angeguckt und ihr habt einfach nur einen Kommentar drunter geklatscht, werde ich nicht auf euren Kanal gehen, ja? Wenn jemand sagt, ja, das Video gefällt mir eigentlich echt gut, hab ein Abo da gelassen, hab Like da gelassen, ich sehe auch, die Anguckzeit von dem Video ist eigentlich relativ weit oben, dann denke ich mir so, gut, kann ich ja mal vorbeigucken. Und wenn diese Leute dann guten Content machen, kann ich ja bei denen auch gerne mal ein Like da lassen. Aber ich sehe es nicht ein, bei Leuten, die 50 Abonnenten haben, Minecraft mit ihrem Handy von ihrem PC aufnehmen, auf den Kanal zu gehen und zu abonnieren, nur weil sie mich abonniert haben oder sowas. So Abo gegen Abo, das finde ich einfach lächerlich. Sagen so, ich habe nichts dagegen. Abo gegen Abo kann jeder machen, wenn er will. Aber ich finde es erbärmlich, unter anderen YouTube-Kanälen runterzugehen und zu schreiben: ey, gutes Video, hab ein Like da gelassen, hab ein Abo da gelassen, jetzt lässt du bei mir mal bitte auch ein Like und Abo da, sonst deabonniere ich dich wieder. Ich kenne den besten, ich kenne das beste Beispiel, ne? Der Potty zockt. Ja, was ist mit dem? Der schreibt unter fast allen deiner Videos und meiner Videos. Kann ja. Der schreibt: ey, ich hab gesehen, du bist neu hier auf YouTube. Ja, genau. In jedem Video, ne? Ja. In jedem Video. Dabei, ne? Dann habe ich mir mal spaßeshalber ein Video von ihm angeschaut, ne? Dann, sagt er wirklich in seinem fucking Video mit seiner kindischen Stimme, Alter. Der hört sich an. Da musst du gar nichts sagen. Du klingst ja auch nicht wirklich erwachsen. Ja, ach was. Aber der will mir dann wirklich sagen, dass der in der 8. ist. Lass ihn doch.
Ich kenne auch andere Leute, die jünger klingen und trotzdem in der 18 sind. Trotzdem. Und dann, was ich mir halt auch noch so denke, so, ihr macht euch nicht mal Mühe für diese Kommentare. Ihr kopiert diese Kommentare von irgendjemand anders und klatscht unter 50 Videos, klatscht ihr diesen einen Kommentar. Und unter jedem meiner Videos steht der gleiche Kommentar. Das ist einfach... Ja, Das ist lächerlich. Cool. Und ich abonniere doch keine YouTuber. Und ich meine, ihr seht ja, welche Leute ich abonniert habe. Darunter sind halt Voxo, Unslowly und halt so ein paar kleinere YouTuber, die mir ganz gut gefallen. Oh lol, ich habe zwei Enderperlen geworfen. Gut. Und das war halt, die Leute abonniere ich, weil sie guten Content machen. Und nicht, weil ich irgendwie von den Abos will oder so. Ja, und das wäre auch ganz nett, wenn ihr das mal bei mir lassen könntet, weil ich, so Kommentare, ich lasse sie zwar drin, aber ich könnte sie eigentlich auch alle löschen, weil sie kommen... Fuck. Lol, was? Lol! Hä? Lol. Geil. Ich schreck hier drin erstmal so ein bisschen. Kann ich das abbauen? Ich bin in einem Blatt. Okay. Ich chill mich jetzt was zurück. Kein Bock mehr, ich trinke mal kurz was, weil ich Durst hab. Gut, fertig mit trinken. Und wo war ich jetzt? Achso, weil diese Leute abonniere ich, weil sie mir gut gefallen. Okay, Vox, so abonniere ich aus Mitleid, aber alle anderen abonniere ich halt, weil sie mir gefallen. Abonniert Mitleid TV. Abonniert nicht Mitleid TV. Der kann nicht. Ich meine, das ist Klassenkamerad von mir, den habe ich vor kurzem richtig verarscht. Vor kurzem? Das war heute Morgen. Ah, ich weiß ja nicht, wann ein Video hochkommt. Achso, stimmt, ja. Keine Ahnung, ich glaube, das Video kommt so am Dienstag oder Mittwoch oder so. Ja, auf jeden wenn Fall nicht... habe ich den vor kurzem verarscht. Es war bei mir ist es heute Morgen. Und zwar, also, ich habe mir sein Video angeschaut, Gangster Vegas. Wer es vielleicht nicht weiß, Gangster Vegas ist ein Handyspiel. Ja, ist also, Handy ist eigentlich nicht mein Fall. Nee, meins auch nicht. Hab ihn halt so ein bisschen verarscht. Eigentlich wollte ich mir einen anderen Account nehmen, bin dann aber auch zu sehen auf Buggys Account gekommen. Ja, das war ja noch das Schlimme daran. Weißt du, ich heute Morgen an meinem Handy und kriege eine Nachricht von Google. Mitleid TV hat folgendes geantwortet. Und ich denke mir so, what the fuck? Hä? Guck mir den Kommentar an. Du dummes Opfer. Was machst du für scheiß Videos, Alter? Und ich denke mir so, hä? Ich habe niemandem so einen Kommentar geschrieben. Ich schreibe so drunter, what the fuck? Tut mir leid, aber ich glaube, mein Account wurde gehackt oder so. Und dann ist mir eingefallen, ich habe Voxo meinen alten Clash of Clans Account gegeben. Und dafür hat er mir eine E-Mail gebraucht. Und dann hat er wirklich mit meiner E-Mail ihm eine Nachricht geschrieben. Von wegen, dass er scheiß Videos macht. Ey. Und ich denk mir so, what the fuck, Alter, was ist mit meinem Account los? Ich meine, der Account ist... Ey. Heute Morgen, ich beinahe vom Herzinfarkt, hab mir so gedacht, so, what the fuck, hä? Alles klar. Bis ich aber erstmal gecheckt habe, dass Mitleid TV Tim ist. Aber ich meine, der Name Mitleid TV ist irgendwie voll witzig. Ja, irgendwie schon. Aber Google, such mal auf YouTube mal Mitleid TV. Ich glaube, den Namen gibt's schon tausendmal. Nein, den gibt's nicht tausendmal. Aber ein oder zweimal gibt's den bestimmt. Nein, den gibt's nur von ihm. Als ob nur einer auf den Namen Mitleid TV kommt. Wer nennt sich Mitleid TV, Mann? Wer? Keine Ahnung, aber der Name ist doch voll gut. Es gibt Leute, die nennen sich Inzucht TV. Malaga, verstehst? Okay, hören wir jetzt auf damit. Auf jeden Fall. Buggy kommt so hoch. Wie war's? Hast du einen Kommentar geschrieben mit meinem Account? Scheiße. Ich hab mir erstmal so gedacht, scheiße, was sag ich jetzt? Ich wollte dich doch gar nicht mit dem Account. Dann so, Oh lol. Ja, Entschuldigung. Eventuell. Aber auch nur eventuell. Buggy. Dann schreibe ich so mit ihm über WhatsApp. Es war halt ein mega geiler Prank. Ich hätte ihn so gerne aufgenommen, aber dann habe ich es doch nicht getan. Warum auch immer. Nein. Bitte komm, an. So gut. Auf jeden Fall. Nein! Ja, nein. Oh, fuck. Dann? Auf jeden Fall erzähl weiter. Nein, dann schreibe ich mit ihm so: Ja, du machst mega scheiß Videos. Ist ja ein Klassenkamerad von mir. Schreibt er mir selber. Ja, also ich finde das Video auch scheiße. Ich habe aussehen hochgeladen, ne? Ja. Dann habe ich mir so gedacht, alles klar, ich kann man ein Video aus Versehen hochladen. Aber ist ja nicht mein Problem, ne? Dann schreibe ich ihm so, it's a prank. Schreibt er mir nichts mehr. Ey, ich glaube, der war so richtig angepisst, Leute. Der war so richtig angepisst. Ja, ist echt so. Okay, Leute. Oh, lol. Oh, lol! Was? Ich habe gerade 11.000 Coins gewonnen. Ich habe 90.000 Coins. Jetzt dachte ich auch. Nice. So Leute, ich würde sagen, das war's von dem kleinen Aura-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Hier sind meine Herzchen für euch.
Boah, trage ich schwule Schuhe. Wie gesagt, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Internet, Mal. Mein Internet, ja! Und ciao!